Wie geht's? Gut. Und du? Auch gut. Danke. Und wie ist es so in Portugal? Sehr schön, aber ich bin so heiß den ganzen Tag. Aber du kannst doch die Klimaanlage anmachen. Das stimmt. Da bist du richtig. Stopp, 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 stopp. Ich will nicht, dass du diese Fehler machst. I don't want you to make these mistakes. Ich will nicht, dass du diese Fehler machst. Und deswegen sprechen wir über diese Fehler in diesem Video, damit du diese Fehler nie wieder machst. So you never make these mistakes again. Damit du diese Fehler nie wieder machst. Stimmt's oder hab ich recht? Die 10 häufigsten Fehler auf Deutsch. Los geht's! Als erstes, wie geht's oder wie geht's dir? Und du sagst gut und dir, nicht und du. Nein, nein, nein. Und dir und dir und dir. Alles klar? Das ist ein ganz typischer Fehler. Oder wie geht's? Nicht so gut. Und dir? Alles klar? Nummer 2. Wie sagst du I'm hot auf Deutsch? Es gibt 2 Wege. Zuerst, mir ist heiß. Oh, mir ist heiß. Okay, wenn du sagst, ich bin heiß, ich bin heiß, das bedeutet, ich bin sexy. Zum Beispiel, du siehst dich im Spiegel und du sagst, ich bin heiß. Or for example, er ist kalt. That means he is a cold person. Oh, er ist so kalt. Oh, er ist so kalt zu mir. He is so cold to me. He's such a cold person. Whereas, how would you say he is cold in terms of temperature? You would say, ihm ist kalt. Ihm ist kalt. Ihm is the dative case. I already have a few videos about the dative case. You can check them out in up here. Wie sagt man, this is fun auf Deutsch? Wow, wow, this is fun or it's fun. In German, you don't say es ist Spaß. Nein, 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 nein. Du sagst es macht Spaß. It makes fun, literally. Es macht Spaß. Oder zum Beispiel, Fußball macht mir Spaß. Football is fun to me. Or I like football. Fußball macht mir Spaß. How would you put this sentence in the past tense? Wie würdest du das in der Vergangenheit sagen? Es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Nummer 4, die Satzstruktur. This is a mistake I keep seeing that my students make. Ja, das ist ein Fehler, der immer, immer wieder passiert. Und zwar ist das Verb in der 2. Position in Deutsch. The verb is in the 2nd position in German. How would you say, today I am going to the beach? Today or today I go to the beach. Heute is today and then the verb und dann das Verb. Heute gehe ich an den Strand. Heute gehe ich an den Strand. Gehe, the verb, is in the 2nd position. How would you say, last night I went to the beach, in the past tense. Last night I went to the beach. First off, last night we would say gestern Abend. Gestern Abend, literally last evening. Gestern Abend bin ich an den Strand gegangen.
So, gestern Abend ist die Zeit, it's the time, and then been is the verb, an den Strand gegangen. If you want to learn more about that, please check out my video about the German sentence structure. Schau dir mein Video über die deutsche Satzstruktur an. Wer ist Susi und wo ist Susi? This is another typical mistake. Wer, w, it sounds like a V. Wer means who. Wo, wo means where. So they are kind of swapped around. Remember that. If you're asking, for example, who are you? How would you say that? Who are you? Wer bist du? And how would you say, where are you? Wo bist du? Hey, wo bist du? Ich will, ich kann und ich werde Deutsch lernen. The next typical mistake is ich will. Ich will in German doesn't mean I will. It's not the future. Ich will in German means I want. So for example in this phrase, ich will Deutsch lernen. It means I want to learn German. Ich kann Deutsch lernen. This means I can learn German. Und ich werde Deutsch lernen means I will learn German. Ich will, ich kann, ich werde Deutsch lernen. Du. Nummer 7. How to say you're right in German. You're right. Du bist richtig. Nein, 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 nein. No. In German we say du hast recht. Du hast recht. Literally, you have right. It just means you're right. I agree with you. So in the introduction, you heard the phrase, da bist du richtig. Don't say that. But you can use the da in the beginning. So you can say, da hast du recht. We do this quite a lot. Da means with whatever you're talking about. Yeah, it refers to whatever you're talking about. For example, Portugal ist echt schön. Da hast du recht. Wir haben 5 Stunden auf dich gewartet. Jetzt ist es schon 7. Another common mistake is to confuse hour and Uhr in German. So for a period of time, we will use Stunde, die Stunde. For example, wir haben 5 Stunden gewartet. We waited 5 hours. 5 Stunden. That's a duration of time. But if you're talking about a certain exact point in time, then we will use Uhr. All right? So that's like the English o'clock. For example, es ist 5 Uhr. Es ist 5 Uhr. It's 5 o'clock. Was ist der Unterschied zwischen denn und weil? What is the difference between these two words? They both mean because. Officially, denn doesn't change the sentence structure and weil does. For example, ich kann heute nicht kommen, denn ich habe keine Zeit. I can't come today because I don't have time. So, denn ich habe keine Zeit. Sentence structure doesn't change. With weil, normally the verb goes to the end. So you will say, ich kann heute nicht kommen, weil ich keine Zeit habe. You see how the verb goes to the end. So now you might have seen in some German TV shows, also in my videos, I do this quite a lot. In spoken language, sometimes we don't put the verb at the end with weil. That's really common, so don't think that German speakers are making a mistake. It's more like when we speak, sometimes we do that. For example, you can also say, ich kann heute nicht kommen, weil ich habe keine Zeit. So there is usually a little pause behind weil. Weil ich habe keine Zeit. So this is something which is quite common in spoken German. In written German, it's more common to put the verb at the end because that's officially the correct version. Und der letzte typische Fehler ist mit seit. It means since or for. And what's important here? It's used in the present
tense. For example, ich lerne seit einem Jahr Deutsch. It's with dative. So I have been learning German for 1 year. You see how in English it's in the past tense. I have been learning German. In German it's in the present tense. Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. And this is a pretty complex topic, the whole seit thing. And then we have another verb, another preposition, which is vor 5 Jahren, for example. And we will talk about this in the next video. Wir werden über seit und vor im nächsten Video sprechen. Alles klar? Ich hoffe, ihr macht diese Fehler nie wieder in eurem Leben. Nicht in diesem Leben und auch nicht im nächsten Leben. Not in this life and also not in the next life. Okay? Good. If you want to have all these mistakes printed, check the link to my website, learngermanwithanya.com. There you can get them for free. And you get all my newsletter and the 10 most important dative verbs oder 30. Die 30 wichtigsten Dativverben, the 30 most important dative verbs and so on. You get a lot of free stuff on my website. Alles klar? Gut. Und natürlich folge mir auf Instagram. Und einen schönen Tag noch. Tschüss.